Das Haus des Schreckens. Ich glaube, dass... Da oben ist der andere Kerl. Der ist ja nicht weit weg. Und wegrennen wird er mir auch nicht. Also werde ich das kurz machen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand... Tier gewesen. Und das vor kurzem. Aber die Leute, die ich gefragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Das mag sein, Moment, aber... Habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Ich habe was umgetreten, das könnte es gewesen sein. Mehr habe ich jetzt nicht gehört. Ansonsten, da hier nichts anscheinend ist, was ich klauen kann, sondern nur Dinge, die ich mitnehmen kann tatsächlich. Oh, ein Lachsbraten unter dem Teller, das ist natürlich sehr hygienisch. Pfeile, Bögen, Äxte. Aber alles Kram, den ich eigentlich nicht brauche. Ich muss mal gucken. Inventar. Oh, ich habe noch genug Platz. Kram kann ich alles verkaufen. Wunderbar. Und da das, der Schmuck auch nicht gestohlen ist. Das ist er. Ja, du mich auch. Lauf weg. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt das Geld. Mal sehen, was haben wir noch? Brot haben wir noch. Das ist nicht viel wert, wiegt aber auch nicht sonderlich viel, deswegen. Noch eine Tür. Wird's mitgenommen. Versucht, die zu öffnen. Ach, ich soll jetzt die Tür öffnen und du kriegst sie nicht auf. Außerdem, du hörst doch, dass da Ratten hinter quietschen. Also, was erwartest du? Stellas Gnade. Das ist kein gewöhnlicher Dädra. Wir müssen Hilfe holen. Ja! Schwach. Er ist schwach. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Oh. Okay, irgendwer macht hier Terror. Nach euch. Los, gehen wir. Wir verschwinden von hier. Jetzt. Nein. Tötet ihn. Zermalmt seine Knochen. Zerreißt sein Fleisch. Oder was soll denn der Scheiß? Oh, hey. Ihr werdet töten oder ihr werdet sterben. Gut. Sollte mal... Wow. Aus dem Weg gehen. Das war gerade knapp. Erstmal das Licht wieder an, du komischer Kerl. Zwei Kartoffeln habe ich übersehen. Interessant. Jetzt ist die Tür auf. Weiter. Tiefer in die Eingeweide. Irgendwie ist hier so dunkel. Ich erkenne gerade gar nicht viel. Auf jeden Fall ist hier eine Menge Met. Honigbräu-Met fast. Also auch noch Spezialmet. Moment, da war noch ein Fass. Met fast. Wunderbar. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Ja. Ob so jemand überhaupt Preise verteilt? Bei der Stimme? Wenn es wirklich ein Daedra-Fürst ist, waren Daedra nicht die Bösen?
Vielleicht nicht unbedingt. Dahinter noch was? Okay. Glaubt ihr wirklich, Molagbal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Verrostet, vertrocknet. Früher tropfte das Blut der Schwächlichen und Minderwertigen nur so von diesem Streitkolben herunter. Oh, okay. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, ihn zu entweihen. Ihn verrotten zu lassen. Bis ihr kommt. Rache. Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Oh. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Okay. Den kann ich nicht mehr benutzen. Ja, verrostet sieht er nicht aus. Er sieht alt aus und als hätte er Patina. Aber na gut. Dann scheint er wohl verrostet zu sein. Auch interessant, dass Daedra-Fürsten so Probleme wie Intrigen kennen und gegenseitigen Hass, aber... Oh, das habe ich übersehen. Na gut, es war ja auch recht dunkel. Sehr interessant, dass unter den Daedra-Fürsten selbst anscheinend so eine Art Konkurrenz herrscht oder Hass, ich meine... Ja, also es klingt ja schon so, der eine versucht den anderen Daedra-Fürsten oder Gott oder was auch immer, diese, also, heißen ja Fürsten, aber ob das jetzt wirklich Fürsten sind, auszustechen, ist schon interessant. Blutig genug für euch, Fremdling? Markart, ist das blutig genug für euch? Wenn ich euch bedrohen würde... Hättet ihr schon längst mitbekommen. Ihr Fremdlinge lernt es auch nie. Wenn die Abgeschworenen euch nicht schnappen, werfen euch die Wachen in die S. Glaubt ihr, im Fluss ist Wasser? Durch Markart fließen Blut und Silber, mein Freund. Mhm. Der Name der mächtigsten Familie in Markart sagt alles. Silberblut. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Alles klar. Was? Warum? Habt ihr Interesse? Ah, ein geheimer Bewunderer, was? Keine Sorge, ich erzähle es niemandem. Was Ihre Vorlieben betrifft, ich habe euch nichts gesagt. Faline gibt sich gern hart, hat aber vor allem eine Schwäche für Gedichte. Als Jugendlicher habe ich einige Kurse an der Bardenakademie absolviert. Gedichte sind beim Umwerben von Frauen immer nützlich. Ich habe mal ein Gedicht für eine ältere Dame in Rorikstadt verwendet. Ich könnte es auf Verlehen umschreiben, wenn ihr mich bezahlt. Seid ihr bereit für meine goldenen Worte? Kommt wieder, wenn ihr das Gold habt. Ach so ein Mist. Seid ihr bereit für meine goldenen Worte? Wunderbar. Ich schreibe alles auf, damit ihr es nicht vergesst. Wahrscheinlich sollte Verlehen es einfach selbst lesen.
Ich will nicht, dass sie über die Worte stolpert und meinen ganzen Fluss ruiniert. Okay. Gut, dann übergebe ich das Gedicht mal. Was ist das hier überhaupt für ein Gang? Ich erkenne eine Diebesgildenrüstung schon von Weitem. Mich könnt ihr nicht täuschen. Gut, schön und gut, aber du lässt dich trotzdem bestehlen. Und das ist sehr einfach. Aber hey, ist doch eine Sache, wenn du mich dann vorher noch anpuppeln willst. Wer bist du denn? Schlüssel zur Schatzkammer, das ist nicht schlecht. Ich sollte vielleicht mehrere Versuche unternehmen. Okay. Gut, das war nicht schlecht. Was bist du, ein kleines Mädchen? Gott, oh Gott. Das hat sich doch gelohnt. So, ein Level aufgestiegen bin ich auch noch. Das hat sich durchaus gelohnt. Jetzt ist die Frage. Das wäre wohl das, was ich die ganze Zeit vermisse. Dass ich den Wachen eben sagen kann, von wegen, so viel Kopfgeld habe ich doch gar nicht. Lass das doch mal sein mit dem Kopfgeld. Was haben wir denn hier? Nepos Haus. Es ist offen, also gehen wir mal rein. Ich erwarte nicht, dass wir... Entschuldigung, aber was wollt ihr hier? Ich bin das Dienstmädchen, wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Und der Herr des Hauses ist alt und braucht seine Ruhe. Wenn es also nichts Wichtiges ist, dann geht jetzt bitte. Ihr schon wieder. Was tut ihr hier? Wir haben nicht mit euch gerechnet und der alte Mann braucht seine Ruhe. Kommt ein andermal wieder. Okay, sie scheint mich aber nicht rauszuwerfen. Ihr schon wieder. Was tut ihr hier? Obwohl, gestohlene Sachen kriege ich ja... Na doch, klar, Diebesgilde, ich krieg sie los. Ihr schon wieder. Was tut ihr hier? Aber das ist alles nicht so teuer. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, was mein Gewicht... Naja, es geht noch. Was braucht ihr? Fragen und dann nicht die Möglichkeit geben, was zu sagen, ist natürlich doof, aber... Geld kann man immer gebrauchen, auch wenn es nur wenig ist. Eine Truhe zum Öffnen. Nehmt eure dreckigen Hände weg. Komisch, wieso hat er das denn gesehen? Im Namen des Jarl, bleibt stehen! Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr hättet... Mist. Na gut. Laden wir das Schnellspeichern wieder. Taschendiebstahl bei ihr. Gut, wir haben ja tatsächlich nichts wirklich Wertvolles gefunden, abgesehen von dem Gold. In dem Beutel. Ihr braucht etwas. Nepos, die Nase. Interessanter Name, mit dir rede ich vielleicht noch. Ich wollte jetzt erstmal gucken. Oh, eine Waffe. Hinter einem Schloss, was sehr praktisch ist für meine Schlossknackenfähigkeiten.
Dadurch des Unbehagens. Ja, den kann man mal mitnehmen. Notfalls kann ich den ja entzaubern. Ist da halt nur das entsprechende Werkzeug finden. Eine Truhe nicht verschlossen, mal wieder. Sehr interessant. Ich könnte das ganze Essen mitnehmen, aber es muss ja nicht sein. Feine Kleidung, die ist teuer. Ein feiner Hut. Gut. Teuer ist teuer, das kann man alles mitnehmen. Und da. So, lesen wir mal ein paar Bücher. Ich meine, das hier dürften keine Fähigkeitsbücher sein, aber man weiß es halt nie. Da liegt auf jeden Fall ein. Genau. Auch mit einem Fähigkeitssymbol drauf. Das heißt, scheint ein Fähigkeitsbuch zu sein. Ja. Ups. Und Karotten. Oh, ein großer Seelenstein. Das ist gut. Ansonsten. Okay, das war nicht der Plan. Ich habe ihn aus Versehen aufgehoben. Dann war hier noch ein Raum. Mal gucken, das könnte der Raum für die Angestellten sein. Ah, jetzt macht er die Tür gerade wieder auf, ne? Aber hier haben wir überhaupt nichts Interessantes. Was auch nur ansatzweise irgendwie interessant oder was wert wäre. Gut, speichern wir noch einmal. Dietrich und ein Goldstück. Ja? Komischerweise auch nur ein einziges. Was braucht ihr? Ich? Gar nichts. Außer deine zwei Dietrich und deine zwei Gold. Den Met darfst du behalten und auch das Essen, was du dabei hast. Okay, der eine Kerl ist da in der Ecke. Nein, brauche ich nicht. Geh lieber mal weiter. Sorg, dass du weg bist. Okay, Tagebuch. Die Mist. Tagebuch, Dietrich, Gold. Ach, so ein. Dang it. Dietrich, Gold, Tagebuch. Halskleste des Schlossknackens. Interessant. Okay. So, was haben wir an Bekleidung eigentlich an Kette dabei? Ist wieder ein Level aufgestiegen? Wirklich jetzt? Ring der Magieresistenz. Also einen Ring haben wir. Das ist gut. Denn dann können wir die Halskette des Schlossknackens umlegen. Lasst mich in Ruhe. Ja. Ja. Ihr braucht etwas. Na, hallo? Naja, eigentlich wollte ich mit dir reden, aber anscheinend willst du nicht. Das ist recht offensichtlich, alter Mann. Naja, oh, hier geht's noch eine Etage höher. Haus Flintrell, Schlüssel erforderlich. Selten, dass man tatsächlich einen Schlüssel braucht. Meist kann ich die eröffnen. Ich glaube, da runter zu springen lohnt sich nicht. Moment, wir haben noch sein Tagebuch. Fällt mir gerade ein. Das habe ich ihm ja einfach geklaut und nicht gelesen. Da werde ich Schuldgefühle geplagt. So viele Junge wurden in den Tod geschnitten. Alle Namen, der ich abgeschworen. Alle im Namen von Madanach. Meinem König. Er muss aus Zelda beobachten, wie lange dient er schon seit dem Aufstand gegen die.
Nord hat die da eine Zeit gegeben, die diese ganze Gewalt unser Schicksal nicht überschattet hat, habe denen einen anderen Wahl als davon, was mir aufgetragen wurde.